Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von 7 Days to Die in Staffel 4. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind beim Händler nach der 9. Händlerquest, die wir erledigt haben. Die geben wir jetzt ab und dann werden wir die Händlerquest Stufe 4 langsam mal in Auftrag geben. Die können wir nämlich uns jetzt ja auch gleich abholen. Wir müssen natürlich erstmal wieder zu Jen, natürlich die 9. Händlerquest Stufe 3 abgeben. Hallöchen, das machen wir mal ganz schnell. Was dürfen wir denn uns heute aussuchen? Stufe 4 haben wir schon, Eisenschaufel leider. Ja, Munition, 90 Schuss, ist aber auch schon wieder schnell weg, ne? Schmerztabletten brauchen wir aber auch nicht wirklich. 381. Ja, dann nehmen wir einmal den Schlagring und die Schaufel. Die können wir ja verkaufen. So. Dann einmal die Aufgaben. Oh, haben wir noch eine Aufgabe zu machen? War das nicht die 9. Händlerquest? Die 10. gibt da eigentlich dann die Stufe 4 frei, oder nicht? Beseitige Zombies, 1,200, abholen und säubern. Ja gut, dann legen wir das noch hinterher. Ich glaube, das haben wir jetzt noch nicht gehabt. So, dann hätten wir erstmal alles. Wie viel haben wir jetzt? 7000 wieder. Tag 25, ne? Wir sind auch bei Tag 24. Jetzt will ich mal ganz kurz gucken und einen Moment. Wo ist denn das? Da waren wir noch nicht. Dann machen wir das noch schnell. Beziehungsweise. Wir haben, glaube ich, noch ein paar Punkte zu verteilen. Wartet mal ganz kurz. Prügelpeter. Qualität 4. Müssen wir aber Level 5 sein. 2 Punkte haben wir. Dann kauf mal das. Jetzt sind wir schon mal Stufe 5. Prügelpeter. Zack. Level 7. Okay. Jetzt können wir uns schon Stufe 4 Schläge machen. Würde ich sagen, wir düsen mal ganz kurz zu uns nach Hause in die Base. Und da könnt ihr euch auch mal die erste Betonschicht angucken. So, da haben wir das nämlich auch schon mal gemacht. Die habt ihr ja noch gar nicht gesehen. Und dann gucken wir mal. Wir müssten die Mats für einen neuen Stahlknüppel eigentlich haben. Wir schauen mal. Noch sieht alles gut aus. Noch sieht alles rot aus. Ändert sich aber gleich. In 3 Tagen machen wir uns hier dran, ne? Ich freue mich jetzt schon. Ah, es hat mal wieder einen Grafikbug. Deswegen sieht man es nicht. Deswegen sieht man es nicht. Gut. Ihr habt es gerade gesehen, nach einem weiteren Absturz, nach Neustart, sind wir endlich wieder da. Und jetzt sieht es auch besser aus. Jetzt könnt ihr es sehen. Hier oben haben wir schon teilweise 3 Schichten, also die ersten 3 Reihen vorne. Ansonsten haben wir hier schon mal 2 Reihen. Betonschicht Stufe 1. So, hier haben wir auch schon wieder 3 Reihen. Und das hier muss man halt mit Eisen erstmal voraufwerten, bevor wir auf Beton aufwerten können. Ja, und da ist uns halt das Eisen ausgegangen. So. Und hier, ach, hier hat es gleich schon sofort Stufe 2 gemacht. Okay. Dann kann man das gar nicht auf Stufe 1 aufwerten. Dann müsste hier vorne auch schon Stufe 2 sein. Tatsächlich. Sehr schön. Ich habe es ja nur im nassen Zustand gesehen, daher etwas schwer zu beurteilen, aber ist ja schon gut. Da haben die Zombies auf jeden Fall... Ah, ich habe zweimal gedrückt, alles gut. Da können die Zombies... Also, die haben sich wieder durchgeschlagen, deswegen hatte ich mich jetzt dann dazu entschieden, hier noch ein bisschen mal Beton zu nehmen und das mal ein bisschen aufzuwerten. Gut, passt auf, wir wollen mal gucken. Stahl. Stahlknüppel, da. 2 Minuten 47, sehr schön. Jetzt will ich mal ganz kurz gucken. Da, Stahlspitzhacke. 10 Stahlwerkzeugteile. Stahlspitzhacke Stufe 3. Bau mal. 2 Minuten und jetzt noch. Jetzt kommt die Chemiestation. Wir können alles bauen. Sehr schön. Da haben wir das nämlich schon mal in Auftrag gegeben. Ich habe es, wie gesagt, nicht vergessen, ne? So, das kannst du hier einschmelzen. Das kannst du einschmelzen. Okay, das läuft noch. So, Stahlknüppel Stufe 4 haben wir. Einmal die Spitzhacke. So, jetzt will ich mal kurz gucken. 28, 57, 78.
Ja, und die ist halt schlechter, ne? Obwohl es eine Stufe 5 ist. Dementsprechend tauschen wir die jetzt aus. Dann haben wir wieder verbessertes Werkzeug. So. Verändern. Du kommst da rein. Du kommst jetzt ab sofort immer mit. Das würde ich aber gerne aufheben. Stufe 5, ne? So, Spitzhacke hier rein. Dann verändern. Mal gucken, wie sie ist. Mal gucken, wie sie so drauf ist, ne? So, Chemiestation, die ist am Durchlaufen. Dann auf die nächste Händlerquest Stufe 3 gehen. Mich wundert es, wie gesagt, dass es immer noch Stufe 3 ist. Normalerweise müsste eigentlich Stufe 4 freigegeben werden. Aber ja, diskutieren wir nicht. Das Spiel wird schon wissen, was es macht. Genauso wie mit den ganzen Abstürzen, ne? Wir müssen es sowieso so nehmen, wie es ist. Vielleicht haben wir uns auch einfach mal verzählt. Dann ist das wahrscheinlich die Händlerquest Stufe 9. Wir schauen mal. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Wird natürlich auch sehr interessant für uns werden, weil wir haben es jetzt, wie gesagt, Tag 24, 18 Uhr. Und wir kennen mittlerweile die Gebäude, was Händlerquest Stufe 3 angeht. Die sind nicht gerade klein. Also jetzt abgeben pünktlich wird nicht möglich sein. Wo ist das Gebäude gegenüber unserer Supersau? Vielleicht durch den Zocken. Park trotzdem mal hier. Wir machen ja natürlich wieder mal einmal den Rundgang. So viel Zeit muss sein. Ne, jetzt habe ich echt die Feder mitgenommen. Ich möchte keine Feder mitnehmen. So, weg damit. Ihr braucht Briefkasten leer. Okay. Oh, für die Sammlung. So. Hier haben wir noch ein Nest. Das eine nehmen wir mit. Das eine nehmen wir mit. Wir gehen erstmal hier hinten lang, würde ich sagen. Ah, alles klar. Dieses Gebäude kennen wir hier. Da hinten steht schon wieder einer, ne? Munition ist ja schön. Oh. Eine Working Stiff Toolkiste. Die wird ich natürlich vorher holen, ne? Machen nur den Vorbereich und die Working Stiff Toolkiste und dann geht's natürlich daran. Wow, noch ein Feral. Bleib liegen, ey. Die hat uns natürlich auch noch getroffen, ne? So. Können wir gleich mal unsere neue Spitzhacke in Action erleben. So. Nix. Axt raus. Sehr schön. Ich glaube, es gab immer einen separaten Durchgang, ne? 1200 ist natürlich übel, aber mit der Spitzhacke geht das ratzefatz. Sehr schön. Boah, wie schnell auf einmal. Will ich nicht wissen, wie es bei Stufe 5 dann ist. Ja, dann trink doch ein Käppchen. Den muss schon trinken, Bob. Ignorieren gibt's nicht, ne? Spitzhacke Stufe 4. War jetzt nicht so besonders. Gut, dann bauen wir jetzt hier noch ganz schnell die Werkbank ab. Und dann starten wir.
Aber der Knüppel Stufe 4 und die Stahlspitzhacke Stufe 3 sind jetzt schon spürbar. Machen wir auch noch mit. Besser. So. Knüppel raus. Ohne große Umschweife. Let's go. So. Auto bauen wir ab. Sehr schön. Ist wieder eine Working Stick-Kiste. Wieder eine kleine Chance auf Kettensäge oder den Erdbohrer, ne? Bitte kein Feral. Ne, er ist langsam. Kein Feral. Alla, voilà, der uns wieder trotzdem gehittet, ne? Unverantwortungslos. So. Messerchen, ja. Was soll ich jetzt noch großartig dazu sagen, ne? So, das ist nichts weiter. Oh, wir haben eine neue Aufgabe. Federn kannst du raushauen. So, einmal lesen. Töte ein paar Zombie-Footballspieler. Oh. Déjà vu! Wenn wir das machen, sollten wir das auf jeden Fall anders angehen, ne? Wobei, jetzt haben wir ja die richtige Bewaffnung, ne? Dürfte diesmal nicht so das Problem sein. So. Gehen wir kurz hier rein. So. Das nehmen wir mit. Weiter geht's. Hier ist noch ein Müllsack. Hier ist mal keine Kiste. Okay. Okay. Das hat man schon. Weiter geht's. Oh! Die halbe Portion. Lange nicht mehr gesehen. Oh Gott. Alter, schreck mich nicht so. Wildpack könnt ihr auch mal wieder fallen lassen, ne? So. Gibt's nix, gibt's nix. Gibt's nicht, gibt's nicht. Ja, haben wir schon, gut. Also wieder was für den Händler. Ja, moin. Bin ich. Bemüht dich erst gar nicht. Nee. Das ist schon besser. So, komm. Ich will die wirklich Stiftschuhe zusammen. Langsam habe ich so das Gefühl, wir kommen langsam in diese Richtung, aber es reicht noch nicht. Das Spiel sagt noch, nein, lass uns noch ein bisschen machen. Wie mit dem Messbecher, ne? Das Spiel hat uns ja extrem lange warten lassen. Was zu essen für dich, Bob? Das ist doch gut. Ja, gönn dir. G steht ja bekanntlich für gönnen. Was? Gut, versteckt. Ah, gut. Ja, gut. So gut ist er auch wieder versteckt. So, hier geht's nach draußen. Und da versteckt sich meistens einer drin. Alter, willst du mich verarschen? Ja, gleich noch zwei solche Portionen hier. Keine Ausdauer, keine Ausdauer, keine Ausdauer. Der Tourist ist schon mal ausgeschaltet, ne? Dankeschön. Oh, Leute, Walfe. So, Deko. Okay. Gönn dir.
Also im Wasser schwimmen mittlerweile, ne? Das ist echt übel. Aber nicht. Gut. Ja, das war klar. Yeah, Loot Pack. Sehr schön. Munition. Die Stiefel sind jetzt nicht so der Burner. Aber die Munition nehmen wir sehr gern. Holz, okay. Okidoki. Oh, ein Bücherregal, sehr schön. Haben wir noch nicht gelernt, sehr schön. Da sind wir dabei, ne? So, da sind wir mit. Nix. Okay. Hammer. Und dann haben wir hochgekommen. Und weiter geht's nach oben. Noch 2 Stunden, bis es gefährlich wird. Oh mein Gott. Mann. Trotzdem wieder einmal getroffen, ne? Die Sau. So, okay. Verschlossen. Arschler, das war Arschler. Feral, glaube ich. Ja, Feral. Ich habe keine Energie mehr. Wechsel mal die Waffen. Oh, yes. Sarah Schatzkarte. Nehmen wir sehr gerne. Aktivieren wir gleich. Uhlalalala. So, kannst du mal hier gönnen. Kannst du dir mal gönnen. Oh yeah. Vorräte haben wir. Die Vorräte haben wir. So, kannst du einmal nachladen. Wenn die Ausdauer flöten geht, hast du einfach keine Chance, ne? So. Schön. Das nehmen wir mit. Oh, ein Tresor, sehr schön. Den knack mal, come on. Hab dich doch nicht so. Ja. Und? Oh, super Dinger. Ist jetzt nicht so verkehrt. Ich sag da mal nicht nein. So, kann ich das hier wieder abbauen? Ja. Sehr schön. So, hier ist bestimmt noch jemand drin, oder? Lass es. So nicht. Der Schlag ging in die Magengrube. So wie das zusammen gesagt ist, ne? Hier ist nix. Klamotten. Naja. Oh, hier ist ein Tresor. Oh, ein großer Tresor. Ein großer Waffentresor. So, die Vorräte haben wir. Aber das Gebiet haben wir noch nicht gesäubert. Na los. Komm, schaff's. Jawohl. Pistole Stufe 3 haben wir schon. Können wir verkaufen? Ja. Ist jetzt nicht so der Birne, ne? Da liegt Halbi.
jetzt hier los? Feral? Bleib leben, Feral. Mann. So, alles gut, keine Gefahr. Du brauchst nicht wegrennen. Mann. Oh, hier ist eine Mine. Waffenteile. Okay. Kennen wir schon, aber nicht so schlimm. Ist etwas für den Händler, ne? So. Okay. Boah. Wieder ein Top, ne? Okay. Das heißt, wir sind hier hoch? Das kann ich mir aber nicht vorstellen, oder? Doch, wir sind ja schon fertig. Zurück zum Händler, tatsächlich. Sie ist jetzt erst. Ja, läuft. Dann gucken wir uns das hier noch an. Und dann versuchen wir das noch schnell beim Händler abzugeben. In der Hoffnung, dass dann wirklich Stufe 4 freigeschaltet wird. Boah, noch ein Stufe 5 Schubser. Sehr schön. Und jetzt, ja, lässt sich sehen. Ist das fake? Es ist fake, aber ist nichts drin, okay. Oh, schöner Blaubeerkuchen. Und das war's, ne? We are done. Finished. Gut, ne, über die Mine müssen wir jetzt nicht nochmal gehen. Sehr schön, dann raus hier. So, am besten so, wie wir gekommen sind. Wobei, hier haben wir ja noch einiges gar nicht. Na doch, wir sind alles bis außen rumgegangen, ne? Ja, gut. Raus hier. Wo war hier der Ausgang? Ach, von unten, ne? Dum, 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 dum. Hä? Okay. Keine Ahnung. So. Den nehmen wir mit. 21 Uhr. Wir könnten es noch schaffen, ne? Mal kurz am Briefkasten gucken. Der Händler ist jetzt zum Glück nicht weit weg. Ein bisschen Papier, okay. So, dann gucken wir mal. Ob wir jetzt die Händler-Quest Stufe 4 freischalten können. Sonst stimmt irgendwas nicht. Weil nach meiner Berechnung war das jetzt die 10. Händler-Quest. Stufe 3. Dann haben wir zwischendurch irgendeine andere Stufe genommen. Das kann natürlich auch sein, ne? So. Jan, wir sind da. Wir haben es geschafft. Ja. Das war so anstrengend. Stufe 3. Antibiotika. Stalax Stufe 3. Die nehmen wir auf jeden Fall. Zack. Und den Roboterdecker Stufe 3 würde ich nehmen. Den können wir verkaufen. Zeig mir mal die Aufgaben. Immer noch nicht, ne? Ich verstehe es nicht. Beseitige Zombies. Abholen und säubern. Stufe 2. Wahrscheinlich haben wir mal die falsche irgendwie ausgewählt. Stufe 3. Dann machen wir das halt. Oder braucht man dann mehr? Get radiated. Schade, dass man das nirgendwo sieht, wie viele Stufe 3 Quests wir schon gemacht haben. Level up. Level 41 sind wir jetzt. Ein Fertigkeitspunkt. Sag ich nicht nein. Pass auf. Das würde ich gerne verkaufen. Das würde ich gerne verkaufen. Das kannst du haben. Stufe 3 kannst du haben. Den kannst du haben. Ja, wolltest du nicht haben? Ja, zack. Zack. Den kannst du haben.
Den kannst du haben. Hätten wir vielleicht nochmal reparieren sollen, aber okay. Was? Keine Lampen, was denn da los? Ich glaube, den haben wir schon. Aber das hätten wir mal auf. Den kannst du auf jeden Fall noch haben. Und dann sind wir ja erstmal hier. Wunderbar. Thanks for the business. Versucht. Also wir haben immer noch nicht die Stufe 4 Händlerquest freigeschaltet. Entweder wird das erhöht, aber eigentlich heißt es ja immer aller 10 Quests erhöht sich dann die Händlerstufe. Also die Händlerquest-Stufe. Oder wir haben, wie gesagt, mal ein bisschen Mist gebaut und eine Stufe 2 angenommen. Anders kann ich mir das ehrlich gesagt gar nicht wirklich erklären. Und jetzt haben wir natürlich richtig geträumt. Aber das ist nicht so schlimm. Wir haben ja gegenüber. So. Nachträglich das noch gemacht. Gut. Dann düse ich jetzt nach Hause. Und wir sehen uns dann morgen zum Tag 25. Dann machen wir noch diese Händlerquest, würde ich sagen. Und gucken mal, was es bei unserem Händler zumindest Neues gibt im Angebot. Bevor wir dann nochmal eine Händlerrunde machen, beziehungsweise ich mache das vielleicht dann nochmal offscreen. Ich glaube, es gibt schon wieder den Grafikbug, oder? Das sieht ganz so aus. Naja, nicht so schlimm. Und dann Tag 27, wie gesagt, widmen wir uns unserem Anbau für die Blutmundfalle. Hier gibt es zumindest noch keine Grafikfehler. Okay. Gut, dann würde ich sagen, war das aber erstmal eine neue Folge von 7 Days to Die. In Staffel 4. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn dem so ist, gerne einen positiven Daumen nach oben da lassen. Dankeschön. Läuft. Ja. Und ich hoffe natürlich, wir sehen uns dann morgen zu einer neuen Folge wieder. Wie gesagt, ich schreibe mir ein bisschen auf. Wir sehen uns dann am Tag 25. Dann machen wir eine Händler-Quest. Vielleicht ist das ja jetzt die 10. Händler-Quest Stufe 3. Ich bin raus, ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Reinschauen und verabschiede mich bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.